Hallo, mein Name ist Angela. Dieses Jahr habe ich die Schule des Heiligen Geistes besucht. Am Beginn der Zeit dachte ich, bin ich gar nicht vorbereitet. Ich habe sehr viele Ängste gehabt. Ich weiß nicht viel davon, von der Bibel, und habe viel gelesen, aber nicht viel verstanden. Also war ich ein bisschen überrascht über dieses Ereignis. Und dann hat es begonnen und es war sehr, 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 sehr schön. Meine Empfindung, mein Gefühl darüber, ich habe so viel erfahren über das Wort Gottes. Also alleine hätte ich gar nicht geschafft, das zu verstehen, das zu begreifen, was überhaupt Jesus uns sagen möchte. Das war eine tolle Sache, ein tolles, wie soll man das sagen? Also das Wort Gottes hat mich sehr, sehr, sehr berührt. Diese Schule war für mich sehr erfüllend, was der Gotteswort bedeutet. Ich habe so viel erfahren, so viel Befreiung, so viel Gnade, so viel, so wie die Kette, wo ich hatte, wo mich gefesselt haben, gebrochen worden sind. Pastor Anil hat es ja so uns die Freiheit auch von unserem Geist, es hat uns so geöffnet, dass immer alles verstanden haben. Also ich persönlich war immer so ein Aufnehmen, ein Hunger, ein Aufnehmen. Ich konnte nicht genug bekommen über diese Gnade, diese Wärme, diese Kraft und diese Liebe, wo ich das Wort gehört habe. Das war eine wunderschöne Sache und hat mir auch die Möglichkeit gegeben, andere Leute darüber zu berichten, wie wichtig es ist, das Wort Gottes zu kennen. Wie wichtig es ist, darüber zu reden, dass man sich nicht mehr schämen muss, was man lernt über das Wort Gottes, über den Heiligen Geist, über Jesus. Weil das ist präsent, das ist jetzt Gegenwart. Und das ist so wichtig, dass für mich diese Türe geöffnet zu haben und Jesus in mein Leben reingelassen zu haben. Und das Wunder für mich ist, dass mir diese Möglichkeit gegeben worden ist, durch den Heiligen Geist, diese Fülle, andere Leute darüber zu berichten, mit Leuten zu beten und denen bekannt machen, wer Jesus ist, wer der Heilige Geist ist. Und noch schön ist, dem Wunder, was sie mir persönlich bewirkt hat, erstmal die Befreiung. Aber das Wort, dass man Tote aufwecken muss, das hat sie bewahrt, weil ich war tot und Jesus hat mir wieder das Leben gegeben. Und das habe ich erfahren durch die Schule des Heiligen Geistes. Das ist mir so offenbart worden. Und dafür bin ich dankbar. Der Herr Gottes, dass es so alles geschehen ist, ist mein Leben, dass diese Möglichkeit, große Möglichkeit gehabt haben, das zu erleben, das zu erfahren. Bin dankbar dafür.